Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In einem von meinen vergangenen Videos habe ich ja erst das hier gebaut. Das ist eine super praktische Vorrichtung für die Motorsäge, dass man Brennholz kleinschneiden kann. Jetzt habe ich mir überlegt, das ist auf jeden Fall was für viele bestimmt praktisch sein wird. Deswegen will ich mal so einen Härtetest machen. Und da hinten liegt ein bisschen Holz. Hier liegen ganz viele Schwartenbretter. Da werde ich heute mal einen großen Haufen kleinschneiden. Dafür müssen wir jetzt aber erst ein bisschen hier an Platz machen. Hier diese Platanäste müssen auch mal aus dem Weg und ich würde sagen, damit fangen wir mal so langsam an. Ich habe jetzt alles aufgebaut, nur mal so ein kleiner Spoiler, das hier ist mal so ein Provisorium. Für das heutige Video werde ich es aber so machen. Ich werde jetzt mal die Säge starten und dann werden wir mal schauen, wie gut wir diesen Haufen hier wegbekommen. Das wird normalerweise, wenn man gar keine Vorrichtung hätte und nur eine blanke Motorsäge, wäre es ziemlich aufwendig. Aber damit soll es eigentlich ziemlich gut gehen. Aber als erstes muss ich mal noch die Länge von den einzelnen Stücken einstellen. So, machen wir 3,30er Länge. Das ist so cool. Ich werde jetzt mal die Stoppuhr mitlaufen lassen, wie lange ich brauche, um diesen ganzen Haufen jetzt in 33er Stücke zu schneiden. Let's go. So, das hier hat jetzt in etwa 20 Minuten gedauert, hier diese Gitterbox zu füllen. Ich finde dafür, dass das hier alles solche Äste sind, ist das sehr, sehr gut, weil normalerweise war es bis dato immer sehr aufwendig, das auf den Boden zu schneiden und, und. Aber da gibt es auch schon ein Problem, denn hier ist halt einfach das Nervige, dass wenn das Holz hier runterfällt und es bleibt hier liegen, dann kann man nicht mehr weiterschneiden, weil hier halt einfach kein Platz mehr ist für das nächste Holz. Aber wie gesagt, da habe ich noch was geplant. Also 20 Minuten für eine Gitterbox finde ich super, voll okay. Hier ist jetzt noch ein bisschen Holz. Das werde ich jetzt erstmal gleich hinter der Kamera wegmachen, denn dann will ich noch einmal checken, wie lange ich brauche für hier so einen Stapel. Das sollte nämlich noch schneller gehen. Und die nächste Gitterbox ist auch schon wieder voll.
Also das geht echt ratzfatz. Die Vorrichtung hier geht richtig, richtig gut voran. Aber ein klarer Nachteil ist derzeit echt noch definitiv, dass ich das Material nicht gut genug wegbefördert bekomme. Ich muss eigentlich mittlerweile, wenn das Ding zwei Drittel voll ist, immer bei jedem dritten Stück hier vorne wieder alles freiräumen. Weil ihr seht ja, hier ist sonst kein Platz mehr, dass das Material auch nach unten durchrutschen kann und dass der Mechanismus dann noch so funktioniert. Auch habe ich das Gestell jetzt hier auf zwei Paletten draufgestellt. Das ist auch eher kontraproduktiv, weil man kommt halt nicht mehr so gut dran, um dann halt eben das Material oben durchzudrücken. So, ich räume jetzt hier einmal alles um, damit ich nicht so weit gehen muss für jedes Stück. So, jetzt kommt noch mal der letzte Härtetest. Und zwar werde ich jetzt noch einmal die Zeit messen. Jetzt werde ich es ja auch mal genau messen, ohne dass ich irgendwas anderes mache. Und zwar werde ich da oben diesen Haufen Holz klein brennen. Ich werde die Zeit messen, bis ich die erste Gitterbox voll habe. Weil, dann muss ich aber mal schauen, ob ich noch eine Gitterbox hier drin finde, wo ich halt überhaupt das Holz noch reinmachen kann. Deswegen, ich werde jetzt mal schneiden, bis hier diese Gitterbox voll ist. Und da nehme ich euch noch mit. So, ich schneide jetzt hier diese Bändel auf. Also, ich starte jetzt mal die Stoppuhr und werde jetzt mal schauen, wie lange ich brauche, um hier diese Gitterbox mit diesem Holz hier zu füllen. Leute, das ist komplett abgefahren. Keine 20 Minuten nach dieser Uhr. Das bedeutet, wenn man das noch ein bisschen optimiert und dass das Holz jetzt direkt runterfällt, vielleicht über so eine Schräge, dann ist es möglich, so eine Gitterbox in 15 Minuten zu füllen. Und das da, das ist ja von einem Sägewerk, das sind diese Schwartenbretter, die sind schon alle so klein, dass man die jetzt so direkt verfeuern kann, ohne sie nochmal in die Hände zu nehmen. Richtig geil. Also ich finde diese Vorrichtung hier richtig genial. Dieses Holz hier ist schon jahrelang abgelagert. Und ihr seht, das ist jetzt nur ein kleiner Teil davon gewesen, aber die Gitterbox ist voll. Wie gesagt, natürlich kann man die jetzt nur so ein bisschen aufbauschen. Aber es geht hier mit der Vorrichtung nicht so gut, weil dann kann es halt einfach nicht mehr hinten reinfallen. Und ja gut, die Säge, die wird natürlich schon so ein bisschen strapaziert. Das hier ist ganz interessant. Das ist das ganze Öl, was natürlich auch unten in der Kette ankommt und dann wird es noch unten reingeditscht. Aber nur oben wird das Öl ja verbraucht. Normalerweise wird es hier unten größtenteils verbraucht. Natürlich kann man jetzt sagen, ey Philipp, ist ja alles gut und schön, aber das hier, das kann man viel besser mit einer Wippsäge schneiden. Ich habe hier noch so ein paar Vorteile, die für diese Konstruktion sprechen, als die Wippsäge. Zuallererst mal, ich habe keine Wippsäge. Und für diesen Haufen hier würde ich auch keine Wippsäge mehr kaufen. An der Tischkreissäge könnte man das natürlich auch schneiden, aber ich hätte jetzt auch nicht einfach so eine Tischkreissäge, was bedeuten würde, ich müsste auf jeden Fall Geld für eine Tischkreissäge ausgeben. Oder natürlich eine Wippsäge. Wenn man schon Brennholz macht, dann kann man eigentlich sagen, ja komm, ich habe sowieso eine Kettensäge. Das bedeutet, dieses Geld habe ich schon ausgegeben. Das heißt, eine Kettensäge wird wohl jeder haben, der irgendwie auch so ein bisschen was mit Brennholz macht. Dann der nächste Punkt, wenn man hier bei dieser Kette was kaputt macht und zum Beispiel einen Granatsplitter oder einen Nagel trifft, dann ist es nicht so teuer, diese Kette auszutauschen oder so einfach schnell mit der Feile zu schärfen. Weil hier in diesem Gestell kann man sie auch direkt einfach schärfen, auch im Wald. Bei einer Wippkreissäge müsste man, je nachdem wie stark das Blatt beschädigt ist, müsste man das komplette Blatt ausbauen und so wäre die Wippkreissäge erstmal lahmgelegt. Außerdem glaube ich, dass man solche Stücke mit einer Wippkreissäge nicht mehr so gut schneiden kann. Die sind in etwa so 20 cm am Durchmesser und damit kann man die noch ganz, ganz einfach schneiden. Also unterm Strich richtig praktisch. Eine praktische Vorrichtung, mit der man eine tolle Maschine noch besser benutzen kann. Und noch so eine feine Nebensache. Hier hat man jetzt direkt so ein bisschen Einstreu, weil das Holz eh schon komplett trocken war, ist das Material hier auch schon trocken. Auch eine sehr, sehr feine Sache. Und wir haben hier so gut wie nichts auf dem Boden liegen.
Also, ihr habt gesehen, die Vorrichtung funktioniert super gut. Eine Sache war ja noch nicht so gut. Ich werde mal schauen, was ich machen kann, dass das auch noch verbessert wird. Und zwar das Problem, dass das Material nicht richtig nachrutschen konnte. Ich denke, das wird auch nochmal ein cooles Projekt. Deswegen, wenn du das nicht verpassen willst, wenn du Brennholz machst und du auch so ein ähnliches Problem hast und du einfach auch manchmal ein bisschen genervt bist vom Material, vom Holz transportieren, in die Gitterbox zum Beispiel rein, dann kannst du gerne den Kanal abonnieren. Mir fehlt schon komplett die Puste. Kannst du gerne den Kanal abonnieren. Da werde ich mir nämlich noch was Schönes überlegen. Und damit tschüss und bis zum nächsten Video.